8 Uhr. Morgens natürlich. Was war sonst? Auto steht bereit. Ich muss nur noch auf meine Frau warten. Dann geht's los nach Nähe Lüneburg. Rollsplittkarre einsammeln. Und dann geht's los zu Cosmic Bobs. Am Lick. Wie heißt der gleich? Riverside Scenery, The Challenge. Schlappe 26,5 Kilometer. Bin ich mal gespannt, wie wir das so hinter uns bringen. Der ist doch gar nicht so weit. 850 Meter. Sollen wir da lang? Und hier können wir uns noch mal kurz angucken, wie das auf Das ist der kürzeste der Weg. rote, ne? Ja. Der geht ja 20 Kilometer, das sind ja gar keine 26. Ne, der grüne muss es sein. Ne, das ist ein anderer. Der rote. Der rote, das hat er wahrscheinlich ausgemessen. Ja, wir werden mal schauen. Was ist das hier unten? Irgendein Denkmal oder was soll das sein? Naja, drei Verwirrte, keiner weiß so genau, wo wir hin müssen. Extra für Spechte aufgestellt, der Baum. Guck mal, klasse Wald. Haben wir Ton? Ach, wir haben Ton. Da hören wir auch dieses komische Gejaule. Das müsste ja von der Jugendherberge kommen oder das Dorf feiert Schützenfest. Das ist ein bisschen früh, ne? So, wo liegt der andere Kasch? Da unten liegt der andere Kasch. Da gehen wir nicht hin. Viel zu viele Höhenmeter. Naja, wenn wir rum sind, dann gehen wir hier nochmal her. Das sind ja nur 1,5 Kilometer und gehen den nochmal an. Oder so ähnlich. Oh, ist ja herrlich. Guck mal, das ist wieder so der Grund, warum man eigentlich kaschen geht, ne? Na, guck mal, das schimmert da so durch die Bäume. Die Gegend ist herrlich. Blick auf die Elbe. Meine Frau läuft schon wieder vorne. Ja, da sieht man wieder den Geocacher. Da sieht man wieder. Da kommst du besser lang. So was Doofes, ne? Habe ich doch bei meinem Abflug tatsächlich aus Versehen auf die Pause-Taste gedrückt. Wartest du oben, oder? Obwohl eben ging ich, da ging es recht schnell, muss ich sagen. Da habe ich 5 Meter in der Sekunde geschafft. So, das ist auch richtig. Das hat auch wieder was so von typisch Cosmic Bob, finde ich. Hier unten am Elbe irgendwo ein Weg, den kein Schwein kennt. Rechts hoch, steil, geht sonst irgendwo hin. Da kann man einfach immer was Schönes erwarten. Was ist denn das? Ein alter Bunker? Nee, ein altes Haus. Das ist ja ein geiler Knast. Ja, da geht auch gleich der Richtige rein. Ja, der unterschreibt mal für uns alle. Ja, nee. Da beschimpft man sich, weil man hier hoch und runter klettert und dabei Rutschspuren entstehen. Die umgefallenen Bäume scheinen da nicht so zu interessieren. Irgendwie wirkt das hohl. 2,5 Kilometer haben wir schon geschafft und jetzt haben wir den verwunschenen Kascher gefunden. Robert, bist du's? Der Killer. Der Kaschoner. Keine Ahnung. Guck mal, Robert hat an uns gedacht. Für uns ältere Herren und Damen gibt es hier auch einen Überstieg. Oh, der knackt aber gewaltig. Ja, du bist ja auch eine Frau und ein Weichei. Ja, norddeutsches Flach. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ja hier bequeme Bänke. Ja, für Zwerge. Oh, was ein Ausblick. Da muss ich jetzt mal ranzoomen. Oh, klasse. Im Hintergrund diese nervigen Motorsägenlärmer. Oh, herrlich. Da drüben wohnen wir irgendwo. Ist aber ganz schön weit weg von hier. So, fast 2 Stunden. 7 Kilometer und ein paar zerhackte. Das ist ja läppisch hier alles. Fantastischer Ausblick. Jetzt gibt es Pause und wird mal erstmal ein paar Brote gegessen. Oh, ist ja herrlich die Gegend. Und dieses Wetter hat er gut bestellt für uns. Wir folgen dem E einfach mal. Irgendwie fehlt uns Schild 8. Dafür haben wir auch schon 11. Oder so. Weiß ich auch nicht. Ich hoffe, das 8er Schild kommt noch irgendwo wild dazwischen. Mal sehen. Jetzt geht's erstmal. Wo geht's jetzt hin? Nach Wenschau? Boah, also es ist hier, hat hier schon was vom Arsch der Welt. Ja, man kriegt die Steilheit gar nicht so rauf. Ich meine, gut, dass ich nicht so schwer atme, als ihr das seid. Jetzt müsste der nächste Kasch dann kommen. Warte mal, 11 Kilometer haben wir jetzt. Wenn das so weitergeht, wie kann man uns halt 11 Kilometer noch sowas hochschicken? So, kleines Zwischentief.
Und jetzt sind wir hier wirklich auch noch hochgelaufen. Da müssen wir gleich wieder runter. Ich habe Höhenangst. Was haben wir? 11,3 Kilometer. Also eigentlich nur noch ein Katzensprung bis zum Final. Nur, dass uns immer noch Schild 8 fehlt. Tja, steht zu befürchten, dass wir dem Kürzi-Stieg hier nicht so komplett folgen können. Das heißt, wir werden jetzt die Ausweichstrecke nehmen müssen und hoffen, dass dort kein Schild ist. Wir haben jetzt, das kann man nachher wieder nicht sehen, ne? Das ist immer so doof, das spiegelt sich so, da sieht man mich denn, das ist ganz toll. Ich bin ja auch sehr schön, aber 15,3 Kilometer haben wir jetzt. Davon, wir sind angeblich 1 Stunde 15 haben wir Pause gemacht oder gestanden, das kann doch gar nicht hinkommen. Auf jeden Fall haben wir 15,2 Kilometer und einen Schnitt in Bewegung von 5,5 km/h. Das ist um 14 Uhr. Das heißt, jetzt sind wir, wie sie jetzt, 4 Stunden unterwegs? Mhm. Scheiße. Gerade mal die Hälfte rum. 18 Uhr wird es dunkel. Naja, aber Taschenlampen mit. Ja. Waldgegend immer noch wunderschön. Naja, 20,3 Kilometer. Allerdings ist die Beschilderung ab dem Margalitgrab. Na, was ist die? Super. Die Beschilderung? Trotzdem sagt uns das Schild. Abgesägt, sagt er. Das ist der Waldfacharbeiter, der das jetzt sagt. Und wir sehen, so. Nee, so. So. Nee, was? Ja, ja. Wo stand denn das? Na, auf jeden Fall sind wir richtig. Wir haben noch schwarzen Grund auf weißem Pfeil oder umgekehrt. Ja. Er nimmt das jetzt mit. Aber dann nehmen wir den 21 Kilometer. Okay, und dieses Weg ist scheiße. Ja, jetzt ist uns eben Glückshormone überall hingeschossen. Da vorne das nächste Schild. Hoffen wir, dass der Rotbefrackte das jetzt nicht auch noch absiegt. Dann würde ich ihn, glaube ich, totschlagen. So überlegen wir allerdings schon, ob ihn einer ablenkt und die anderen beiden das Auto klauen. Was haben wir jetzt? 22 Kilometer. Ja. Und jetzt hoffen wir, das kann jetzt ruhig langsam zu Ende gehen, oder? Das ist der Weg. Nach 22 Kilometer ist hier alles niedergemetzelt und da müssen wir durch. Boah. Robert, komm aufräumen. So. Und es riecht schön nach Kieferholz. Ja, leider haben wir keine Geruchskamera. So wie man jetzt auch sehen kann, der Bauer mag keine Pferde. Schön aufgebaute Stützen. Ist allerdings auch nicht ganz so schön für Wanderer, aber das geht eigentlich. Es gibt hier immer noch so eine Art Trampelfahrt. Aber Robert, hier wirst du aufräumen müssen. Guck nochmal eben. 22,3 Kilometer und es steht das erste Mal Klötzi dran. Ich glaube es immer noch nicht. Gehen wir sie nicht daran, damit das auch, das muss bewiesen bleiben. Klötzi. Wie schön auf dem Dorf. Hier wird alles verbrannt, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt. Was haben wir jetzt? 25 Kilometer. 25 Kilometer. Wir sind irgendwas wie hoch motiviert, oder wie das Wort heißt. Da ist der Schwüchtelchen, hat schon Probleme mit den Füßen, mit den Knöcheln. Mir tun die Füße einfach nur weh. Naja, meine Frau leidet natürlich am meisten, die sagt das nur nicht. Da gehen sie hin, die Todesmutigen. Meine Frau Heike und Rollschnittkalle. Ich muss jetzt mal hier bleiben, meine Füße auf diesem komischen Futterunterstand, das ist mir nicht egal, was das ist. Hauptsache, ich kann meine Füße hochstellen. Und da vorne in 250 Meter ist dann irgendwo der Kasch. Man fehlt uns, glaube ich, immer noch einer. Das heißt, wir haben dann nur vier gemacht, so dass wir den Bonus heute nicht mitnehmen können. Aber das ist auch nicht wirklich schlimm. Und zum Auto sind es dann halt noch 2-3 Kilometer, nachdem wir jetzt 26 haben wir jetzt in den Knochen. Und ich muss gestehen, jetzt reicht es auch langsam. Das ist echt ein super geiler Cache. Also der macht trotz dieser ewig vielen Kilometer richtig Spaß. Das ist eine tolle Gegend, das ist ein schöner Weg. Man muss mal ein, zwei Mal aufpassen, aber mein Gott, das gehört beim Cachen halt dazu. Was sieht man so? Ich muss dich da ran. Und jetzt muss ich ganz wichtig fragen, tja, woher kennen wir das nur? Was haben wir denn jetzt? 29,5. Und zum Final sind es noch 293, deswegen muss ich jetzt auch aufhören zu filmen. Soll ja keiner wissen, wo der ist. Ja, das ist nochmal ein schöner Ausblick. So zum Ende nochmal als Abschluss ein herrlicher Blick. Wir haben jetzt, was haben wir denn? Zack.
31,5 Kilometer. Und noch einen bis zum Auto, ein bisschen Luftlinie. Also haben wir dann 33 Kilometer, wenn wir im Auto sind. Und damit haben wir die Schnauze aber auch wirklich langsam alle jetzt gestrichen voll. Obwohl, wir haben selbst noch den Bonus geschafft. Voller Stolz geht's jetzt zum Auto und dann nach Hause. So, loben tue ich den dann morgen in den Loks. Heute ist mir nicht mehr nach Loben. Heute ist mir nur noch nach ins Auto legen, tanken, irgendwie nach Hause fahren und schlafen.